Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Ich bin total frohen Mutes, weil wir letztes Mal an einer sehr chilligen Stelle aufgehört haben und ich einfach mal drauf spekuliere, dass es heute so entspannt weitergeht wie beim letzten Mal. Wir werden heute sicherlich das eine oder andere an Cutscene noch zu sehen bekommen, denn wir sind hier gerade mitten auf Hauptstory-Kurs. Ich habe in der Gongaga-Region immer noch kein Chocobo gefunden. Wir sind hier in Gongaga selbst angekommen, haben die Sisney angetroffen letztes Mal. Ich sag euch, diese Eselsbrücke mit Walt Disney oder zu Walt Disney, die hat echt geholfen, ne? Ich habe heute keine Millisekunde ihren Namen nachgeschlagen, aber das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Eselsbrücken einfach beste. Ich dachte für einen kurzen Moment, weil der Bereich hier so ausgeleuchtet war auf dem Tisch, dass wir hier eine Fort Condor Party spielen können. Ich bin froh, dass dem nicht so ist. So. Ich laufe jetzt hier natürlich wieder am äußersten Rand und weiß nicht, was ich hier auf halbem Wege alles übersehe, aber ich wollte gerade sagen, das dürfte einiges sein. Okay, warte mal. Lass uns mal anständig hier alles abfrühstücken. Oh, was ist das denn? Ich dachte gerade, das wäre eine Gedenktafel oder so. Also dieses Gebäude, das wirkt ja hier komplett deplatziert. Obwohl, das sind eigentlich alles Steinbauten, aber das hier ist irgendwie anderer Stein. Deswegen habe ich das gerade eher für eine Tafel und weniger für irgendwas Betretbares gehalten. Boah, ey, also hier kannst du ja in jedem Hinterhof irgendwie was anderes bestaunen, ne? Also die Liebe zum Detail, die muss man dem Spiel wirklich, wirklich hoch anrechnen. Vor allen Dingen, was man auch als Spieler, der das ganz normal spielt, ohne den Anspruch mitzubringen, hier irgendwie alles mitzunehmen, wie viel man auch übersieht von dem, was hier an Hirnschmalz und an Kreativität auch reingeflossen ist. Das ist irgendwie faszinierend und traurig zugleich. Aber es ehrt auf jeden Fall die Entwickler. Auch wenn ich viel meckere, sorry, Nase juckt. Aber das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Sieht irgendwie hübsch aus hier. Das mag ich. Hier würde ich mich wohlfühlen, wenn ich jeden Tag arbeiten müsste. Hi. Herzlich willkommen. Was darf's denn heute sein? Auch wenn ich keinen Bock hätte, jeden Tag mit Kundschaft vorlieb nehmen zu müssen. Aber es geht mir gerade nur um die räumliche Komponente. So, Cade Sith, bei dir gab es letztes Mal, glaube ich, einige interessante Optionen. Donnernde Welle, bisschen MP-Boost, was haben wir noch? Windelement als windige Welle, da oben steht es ja. Ist ja quasi selbsterklärend. Ich weiß nicht. Beschleunigt die MP-Regeneration in Kämpfen geringfügig. Tifa und Cade Sith, auch eine interessante Kombo. Boah, ich bin gerade voll hin und her gerissen. Mein Impuls geht hierhin. Auch wenn ich 10 WP für nur 3 MP, hatte ich schon öfter gesagt, nicht so ganz verhältnismäßig finde. Aber jetzt ist es getan. Ich weiß nicht, das sieht ja alles so gemütlich aus. Ich mag die Einrichtung von diesem Laden hier sehr. Gefällt mir, aber Gongaga ist eh wunderhübsch. Muss man ja mal neidlos anerkennen. So, mein nächster halber Zielort, an dem ich vorhin schon vorbeigelaufen bin, ist... Warte mal, da unten komme ich zur Wasserstelle, ne? Zum Steg. Kann man hier mit irgendjemandem sprechen? Hier konnte ich mich aber, als wir im Wasser waren, glaube ich, nicht nach oben ziehen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder doch? Doch, ich habe mich hier nach oben gezogen, ne? Naja, egal. Das Wasserareal wollte ich heute sowieso nochmal genauer inspizieren. Das sind vielleicht verlorene Lebenszeitminuten, aber das muss ich halt erstmal rausfinden, bevor ich das so bestätigen kann. Ah, hier steppt also der Dorfbär. Wenn jemand ein bisschen Action und Spaß haben will, kommt er hier hin. Lokal Gongaga Saloon. Oh, mega. Auch mit der Musik davor. Oh, das ist alles so schön, weil die hier so viel Grünzeug auch mit drin haben. Dann dieses große Fenster. Ich mag, wie die Gebäude hier eingerichtet sind. Hello. Ach, die kennen wir doch. Warte. Gina heißt sie. Du bist noch viel zu schwach. Da wäre eine Partie wenig sinnvoll. Oh, no. Das ist schon mein zweiter Kontrahent, für den ich Stufe 8 brauche, ey. Ich hab so Bock. Wenn du gegen mich spielen willst, musst du erst im Rang aufsteigen.
Du bist noch viel zu schwach. Okay, Undersourcer war der andere Herausforderer. Das habe ich nicht vergessen. Und wie stolz ich gerade war, dass ich mir noch Gina merken konnte. Ich habe so in der letzten Millisekunde aus dem Augenwinkel gesehen, dass es links ja eingeblendet wurde. Insofern glaubt mir wahrscheinlich eh keiner, dass ich das vorher gar nicht gesehen habe. Aber egal. Irgendwann kehren wir zu ihr zurück, werden sie besiegen. Und dann gucken wir, wer als letztes lacht. Aber vor Stufe 8 habe ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen Ehrfurcht. Ich fand die letzte Kartenpartie schon sehr grenzwertig. Das habe ich ja letzte Folge nur ganz knapp gewonnen. Ey, wie unfassbar schön das hier ist. Ich glaube, ich möchte in Gongaga wohnen. Ich kann mit dem Glas interagieren. Oder mit dem Krug. Na, was habe ich gesagt? Was auch immer da drin war, aber Cloud hat das auf jeden Fall gut auf die Birne geschlagen. So, kann ich mit dem jetzt gar nicht sprechen? Ach so, ich dachte, ich kann sowohl ein Stückchen nehmen, als auch nett Konversation betreiben, aber beides steht mir leider nicht zur Auswahl. So, was haben wir denn hier Feines? Ich habe ein bisschen Angst. Es gab schon manche Missionen, die ich ehrlich gesagt nicht so geil fand. Der Traum von der perfekten Waffe. Mein Ziel ist es, die ultimative Waffe zu bauen, aber davon bin ich noch weit entfernt. Irgendetwas fehlt. Mist, das kann es doch nicht schon gewesen sein. Das sagt Eremit und Waffenschmied. Es reimt sich. Gongaga-Region Isos Werkstatt. Aha. Bestimmt in der Region, wo ich noch nicht war. Aber das werden wir gleich auf der Karte sehen, vermutlich. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, dass wir nur einen Auftrag haben. Ich brauche keine Aufträge, um glücklich zu sein. Also Missionen abarbeiten macht mir in anderen JRPGs tatsächlich mehr Spaß. Das löst hier nicht so die Glücksgefühle aus, eher so ein bisschen Beklemmung. Dass ich mir dann immer so denke, hoffentlich wird das nicht allzu kompliziert, aufwendig und irgendwie verständlich und machbar. So, Auftrag des Waffenschmieds, das ist noch mitten im nebulösen Bereich. Wird also noch ein bisschen dauern. Wobei, vielleicht sprinten wir da auch heute noch hin. Mal gucken. Hey, Rico. Das ist also der berühmte... Schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Komm, machen wir ein Foto. Die Bezeichnung Glückspilz kommt auch nicht von ungefähr. Ey, Cloud, was macht der denn für Posen? Richtiges Model hier. Die Zeit scheint hier wirklich etwas langsamer zu vergehen. Alle Menschen, aber auch die Tiere, wirken so viel entspannter als anderswo. Ich möchte diese idyllische Atmosphäre unbedingt festhalten. Bitte gib mir Bescheid, wenn du einen guten Ort für ein solches Foto findest. Das ist also der berühmte Gonga-Pilz. Okay, also ab sofort ist die Location eingezeichnet. Ah ja, okay, die Karte zeigt das auch nochmal auf diesem Weg. Gar nicht so weit weg von der Proto-Substanz. Mal gucken, wann wir die erreichen. Heute halte ich eher für unwahrscheinlich, aber wir werden sehen. So, was habe ich hier noch für lustige Punkte? Das Gasthaus und Shadley. Da sind wir mit der Stadt auch durch, wenn man einfach nur die Gebäude und Point of Interests betrachtet. Aber Barrett wollen wir natürlich auch nicht ignorieren. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, bei allen verkackt, mit denen ich gesprochen habe. Der Part ist noch nicht online. Ihr konntet das noch nicht verifizieren, aber ich habe ein ganz ungutes Bauchgefühl. Vielleicht läuft es bei Barrett besser. Wenn das alles vorbei ist, hätte ich nichts dagegen, hierher zu ziehen und auf dem Land zu leben. Eine schöne Abwechslung. Marlene und ich könnten zusammen die Felder bestellen. Was wir wohl anbauen würden. Schwarze Mähen und rote Schillen. Gonga-Pilze. Na, Pilze? Weil dir der Kater gesagt hat, dass das dein Glücksessen ist? Seit wann bist du denn abergläubisch? Wobei, so eine Gonga-Pilzfarm wäre bestimmt ziemlich lukrativ. Ich glaube, das war meine einzig richtige Antwort. Es war auch das Einzige, wo gerade stand, die Beziehung hat sich vertieft. Ich sag euch, am Ende werde ich hier gar kein Girl klar machen, sondern da steht die Bromance ganz oben. Aber das ist auch okay. Noch haben wir Zeit, den Planeten zu retten. Shinra hat großen Schaden angerichtet, aber noch ist es nicht zu spät.
Noch haben wir Zeit, den Planeten zu retten. Okay. Schöner, dein Wort in Gottes Gehörgang. Aber noch ist es nicht zu spät. Wir werden dich nach besten Kräften versuchen zu unterstützen. Ich habe trotzdem diese erste Option, die ich da gerade vorgelesen habe, irgendwas mit chillen. Das hat mir irgendwie gar nichts gesagt. So gar nichts, gar nichts. Ich habe die dritte Option, die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, obwohl ich sie vorhin gerade überflogen habe noch. Aber ist auch wurscht, glaube ich. So, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich hätte hier irgendwie noch einen NPC oder sowas gesehen. Doch, da, guck mal, da ist doch noch das da. Das ist doch einer von meinen Leuten. Ja, das Gasthaus, genau. Hatte ich ja vorhin noch erwähnt, schon wieder voll vergessen. Ah, Yuffie gibt es ja auch noch und wir sind hier bei Sisney. Das... La la la, la la, la la langweilig. Tu, tu, tu. Tut sich nichts. Warte auf mich. Niemals ohne dich. Materia, ich hole dich. Materia. Das war bestimmt so lustig im Tonstudio, diese Stelle. Also, dass Gonga gar nichts für Yuffie ist, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. La la la, la la, la la langweilig. Buh, nicht schlecht, Zugabe. Na, krieg ich eine Zugabe? Sieh an! Also normalerweise würde ich ja jetzt mindestens eine Materia dafür verlangen, aber weil du's bist, dann spitz mal die Ohren! La la la, la la, la la langweilig. Tu tu tu. Ich glaube, das kennen wir schon. Es ist der gleiche Text. Ich glaube, sie singt das jetzt ein bisschen energischer, aber auch wenn das jetzt süß ist und alles und überhaupt und wahrscheinlich die Herzen aller Yuffie-Fans da draußen dahin schmelzen, ich gucke mich hier mal weiter um. Ich finde, Gongaga hat bisher mit Abstand die schönsten Häuser. Auch wenn das alles so ein bisschen dörflich ist. Hier ist noch eine Waffe. Das ist ja krass. So mitten im Gasthaus? Adlerschwinge. Ist das eine Yuffie-Waffe? Ja, ne? Muss ja. Hat man an diesem... Ich habe mir jetzt gerade nur irgendwie den Namen angeguckt und darüber nachgedacht. Aber anhand des Symbols da links daneben erkennst du das eigentlich immer ganz gut. Okay, das ist auf jeden Fall die Eintrittskarte wieder zurück ins Team. Nur inzwischen stehen die Leute ein bisschen Schlange. Ich habe hier nämlich jetzt einiges zum Upgraden noch. Ein Wurfstern für fortgeschrittene Kämpfer, der bei Jägern besonders beliebt ist. Und der sieht wunderschön aus, dieser Wurfstern. Er schafft, warte mal, wie heißt es? Multiplizierung, genau. Heißt das nicht Multiplikation? Er schafft einen Doppelgänger, der eine Zeit lang genauso handelt wie das Original, kann in der Luft eingesetzt werden. Bei anwesendem Doppelgänger-Gegner niederstrecken. Dafür gibt es den Geschicklichkeitsbonus. Nice. Das wird aber auch nicht immer so einfach. Weil das heißt, der Doppelgänger muss dann... Also entweder der Doppelgänger oder Yuffie selbst müssen dann den letzten Schlag austeilen. Das zahlt auf jeden Fall positiv auf die magische Attacke ein. Warte mal kurz, meine Stimme schon wieder, ey. Test, test. Ich bin wieder da. Und ich habe ein Stück Stimme mitgebracht für 5 Minuten oder so. Mal gucken. So, wow, ich habe neue Slots. Warte mal, hatte Kate Sith nicht eine Waffe, die keine Materia-Slots hatte? Ja, das heißt, es muss jetzt irgendwas eigentlich noch frei sein, was vorher irgendjemand ausgerüstet hatte. Und das ist vielleicht nicht so schwer rauszufinden, vielleicht aber auch doch. Ich scroll mal einmal mit euch durch. Guck mal, ob ich irgendeinen Geistesblitz habe und wenn nicht, machen wir gleich nochmal einen Cut und ich guck nochmal. Hey, das muss dann aber irgendwas aus der grünen Sparte gewesen sein. Ich habe jetzt präzise Abwehr und Toxin reingemacht. Gewitter wäre noch frei, aber Gewitter ist sie jetzt drin. Ich habe keine Lust, hier irgendwie nochmal groß umzudisponieren. Der Rest sollte hoffentlich so passen. So, dann können wir hier Eis oder Blitz stärken. Beschleunigt MP-Regeneration. Kritischer Treffer, kritischer Schaden. Ich glaube, dann gehen wir einfach... Na, wobei...
Warte mal. Vielleicht will ich die MP-Hast haben. Ich glaube, das macht bei ihr aber den Kohl auch nicht so fett, weil ich mit ihr eher physisch angreife. Ne, wir bleiben bei der beim ursprünglichen Plan, hier alles auf die Crits zu setzen. So, Glückwunsch, Yuffie. Wir warten aber erstmal, bis Tifa fertig ist, weil Barrett ist nicht verhandelbar. Barrett bleibt, mit dem spiele ich so gerne. Und das nimmt auch nicht ab, das wird eher noch intensiver, je weiter und länger ich hier im Spiel voranschreite. So, hier können wir uns ausruhen. Brauchen wir das? Ja, nein, vielleicht. Ja, so ein kleines Schläfchen kann nicht schaden. Ist das kostenfrei? Oder müssen wir dafür blechen? Ey, ich hoffe, die ziehen uns nicht ungefragt Geld aus der Tasche. Ich würde dafür vielleicht auch meine 2,50 Mark bezahlen. Aber das so hinterrücks einziehen, das ist kein faires Geschäftsgebaren. Aber es fühlte sich sehr kostenfrei an. Ich hätte natürlich auch vorher gucken können, ob mir was abgezogen wurde. Ey, ich mag das total, wenn bei Räumen so in der Wand so ein Bereich eingelassen ist, wo du was abstellen kannst. Ich mag das auch total in Badezimmern. Und vor allen Dingen in Duschbereichen. Du hast ja manchmal so Duschen, wo du als Abstellfläche, wo nicht einfach nur so ein Regal oder Abstellfläche rangebappt ist, sondern wo das so in die Wand eingelassen ist. Und ich weiß nicht, so eine Kleinigkeit, die mir sehr taugt. Was ist denn hier los? Ach so, das ist ja gar kein Gasthaus. Das ist das. Ich muss erstmal wieder meine Gedanken ordnen. Wir sind ja in Sisneys Haus. Deswegen konnten wir hier auch umsonst übernachten, weil sie es uns angeboten hat. Aber gab es hier kein offizielles Gasthaus? Wahrscheinlich, weil das so ländlich-dörflich gelegen ist. Haben sie hier keine Notwendigkeit, weil hier eh keine Touris hinkommen. Obwohl es ja hier die berühmten Gonga-Pilze gibt. Also einen Grund gäbe es hier schon. Und guckt euch mal dieses wunderschöne Ambiente an. Das ist ein Traum von einem Dorf, ey, wirklich. Und? Wie war die Fahrt im Buggy Cloud? Durch seine speziellen Räder kann man mit ihm auch problemlos die Wüste durchqueren. Du kannst sie also ruhig noch etwas mehr erkunden. Vielleicht sogar, um noch ein paar Berichte über die Wüste für mich zu erstellen. Ja, darauf spekulierst du, ne? Das war mir klar. Ich kann und will aber noch nichts versprechen. Oha. Hier sind neue Sachen. Und zwar gleich 4 Stück. Ermöglicht den Einsatz von Versteinerungsmagie. Erhöht die Attacke und Effektdauer von Magie, die mit verbundenen Materia gewirkt wird. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Limit Union. Überträgt die Limit-Energie eines Gefährten auf die eigene Limit-Leiste. Ist das taktisch so sinnvoll? Wenn du gezielt mit einer Person Limit einsetzen willst, wahrscheinlich schon. Das sagt mir gerade gar nichts. Gab es das auch im Remake schon? Und Synchrolink lädt nach Ersatz einer Synchro-Fertigkeit die Synchro-Leiste des unbeteiligten Gefährten ein wenig auf. Okay. Und das ist... Nee, ich dachte gerade, die wären alle auf Max. Die beiden unteren sind es. Die beiden oberen kannst du wieder ein bisschen leveln. Okay. Auf jeden Fall interesting. Hätte ich gerne alles. Ich habe auch noch ein bisschen Pufferzone, um weitere Materia zu leveln. Aber Eile mit Weile. So, hier gibt es Gott sei Dank jetzt erstmal nichts Neues. Aber Chatley hat ja mit seinem üblichen Nachdruck uns schon wieder ein bisschen rausgeschubst in der Hoffnung, dass wir dafür Nachschub sorgen. Und das werden wir sicherlich auch. So, die große Frage ist jetzt, was machen wir? Ich muss ja sagen, der Abschluss dieser Mission reizt mich schon ein bisschen. Aber mich reizt auch, ein Schokobo erstmal zu finden. Und mich reizt auch, zum Haus zu gehen. Ach, und das, was das, was ich jetzt mache, das interessiert wahrscheinlich jeden von euch am allerwenigsten. Aber wir müssen noch ins Wasser, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, Cloud schwimmt verhältnismäßig schnell, oder? Und so riesig ist das Wasserareal auch nicht. Ich sag nur Xenoblade Chronicles. Da gibt's deutlich mehr zum Abschwimmen. Aber man muss sagen, in Xenoblade, da ist das auch, finde ich, sehr motivierend. Weil da deckst du Karten auf, nochmal anders als hier, finde ich. Und da sammelst du halt auch diverseste Sammel-Items im Wasser selbst. So, warte mal, hier.
warte mal, kann ich mich jetzt irgendwo hinporten, um das irgendwie abzukürzen? Ich würde nämlich als nächstes in diese Ecke, das kann ich ja für euch wenigstens abkürzen. Und da sind wir auch schon auf dem Weg zur Zielgeraden. Ist ja echt cool. Ich meine, die müssen ja nicht überall eine Waffe hinpacken, aber es wäre schon ganz cool, wenn du hier und da dafür belohnt werden würdest. Aber ich wette, diese eine Sackgasse, wo wir die Waffe gefunden haben, das ist einfach der Jackpot. Und in den restlichen Ecken, da ist eher Flaute. Aber das ist okay. Bei der Größe des Gewässers und bei seiner Schwimmgeschwindigkeit kann man das, finde ich, durchaus vertreten. Ich brauche trotzdem einen Plan für die Frage, was mache ich danach? Ich kann mich nicht entscheiden. Du bist am Zielort angekommen. Der Zielort hält aber leider nichts für mich bereit. Schade eigentlich. Kann man sich hier eigentlich irgendwie hochziehen? Nicht, dass das jetzt großartig was bringen würde, aber... Boah, ey, ich habe gerade echt... Wenn ich das hier so sehe, das ist für mich wirklich der Inbegriff eines perfekten Dorfes. Es sieht halt nicht aus wie so ein typisches Bauerndorf, auch wenn ich Bauern jetzt nicht in Misskredit bringen möchte. Ganz im Gegenteil, ich habe da einen Heidenrespekt vor und ich finde aber dieses ganze Ambiente, das ist so Dorf-Urlaub-Kombination mit dem ganzen Wasser hier und diesen ganzen, das sind ja keine direkten Palmen, aber das sieht so ein bisschen teilweise so palmähnlich aus. Das sieht so karibisch irgendwie aus, ich weiß nicht. Ich liebe Gongaga. Ist bisher, glaube ich, meine Lieblingsstadt querstrich Dorf. So, Leute, ich brauche einen Plan. Ich gehe jetzt hier weiter zum Haus, damit sich das Ausrufezeichen für die Mainquest wieder irgendwo hin verschiebt, wo wir noch nicht gewesen sind. Außerdem interessiert mich auch, wie es hier weitergeht und was hier in Gongaga noch so passiert. Waren wir hier schon mal? Nee, ich glaube, so nah bin ich hier noch nicht lang gelaufen. Wir haben auch mit Aerith noch nicht gesprochen. Falls es hier auch eine Dialogoption mit ihr geben sollte, oder? Oder hatten wir das Gespräch schon mit ihr? Ich weiß nicht, mit Tifa, mit Red, mit Cayde Sith. Kann ich mich alle erinnern. Barret hatten wir heute. Doch, mit Aerith haben wir doch gesprochen, oder? Stand sie nicht hier vorne irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach weiter, sonst sitzen wir noch bis morgen hier. Klopf, klopf. Wir sind anwesend. Oh, man sollte vielleicht auch den Türknauf mal treffen. Cloud! Oh, ein Freund von dir? Komm rein. Mhm. Oh. Diese Augen. Du bist ein Soldat, oder? Hä? Ja. Oh. Kennst du unseren Sohn? Sepp. Alles in Ordnung? Ja. Wie ist sein Name? Zack. Er heißt Zack Fair. Zack. Nein, tut mir leid. Oh. Er ist eines Tages einfach abgehauen. Anfangs schrieb er uns noch ständig, aber dann... Als ich dich sah, dachte ich, du könntest das Mädchen sein, von dem er immer gesprochen hat. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Zack hat in jedem Hafen ein Mädchen. Naja, solange er seinen Spaß hat. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch. Ganz richtig. Falls ihr unseren Sohn trefft, dann sagt ihm, dass er uns mal schreiben soll. Versprochen. Cloud, wir sollten zurück. Ihr wollt schon los? Ich kann uns einen Tee aufsetzen. Ich hab sie lange genug gestört. Ihr seid jederzeit willkommen.
Ja. Ich fand die Szene gerade sehr, sehr merkwürdig. Beide haben behauptet, mit Zack nichts zu tun zu haben, beziehungsweise ihn nicht zu kennen. Aber warum ist Aerith denn überhaupt in dieses Haus gekommen, um mit den Eltern zu sprechen? Das ist ja schon mal sehr auffällig. Und stimmt es, dass Zack so ein Draufgänger ist, der überall irgendwie ein anderes Mädel hat? Oder wollte sie einfach nur die Stimmung auflockern und hat das deshalb behauptet, um die Eltern ein bisschen lächeln und schmunzeln zu sehen? Die tun mir auf jeden Fall richtig leid und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass es im Real Life auch Leute gibt, Kinder gibt, die einfach abhauen und ihre Eltern einfach komplett im Stich lassen und sich gar nicht mehr melden. Also bei so richtigen Arschloch-Eltern kann ich das verstehen, wenn da irgendwie, wenn das gerechtfertigt ist und man wegen den Eltern irgendwie geht und so. Aber die beiden haben das definitiv nicht verdient, dass man die so im Ungewissen lässt. Tut mir echt leid für die. Es heißt, dass es wieder einen Krieg geben soll. Ich befürchte, dann hat Zack sicher erst recht keine Zeit, uns zu besuchen. Es heißt, dass es wieder einen Krieg geben soll. Ich befürchte... Als ich hörte, dass sie aus Midgar kommt, dachte ich, dass ihr unserem Sohn dort vielleicht über den Weg gelaufen sein könntet. Ich hatte dabei ganz vergessen, wie riesig die Stadt ist. Es heißt, dass ich wollte noch mal mit ihm sprechen. Warte, sorry, ich stehe hier gerade ein bisschen blöde. Ich befürchte, dann hat Zack sicher erst recht keine Zeit, uns zu besuchen. Wie kann es denn sein, dass er jetzt hier nicht angemarkert wird, sondern trotzdem sie? Jetzt. Als ich hörte, dass sie aus Midgar kommt, dachte ich, ich hatte dabei ganz vergessen. Okay, oh Mann, ey, den beiden wünsche ich echt das Beste. Und so wie ich Aerith einschätze, die ja auch durchaus ein großes Herz hat. An ihr wird das auch nicht spurlos vorbeigegangen sein. Vor allen Dingen, weil Aerith auch, glaube ich, nicht die allerbeste ist, wenn es ums Lügen geht. Das wird sie uns bestimmt gleich sagen. Hey! Oh, Aerith. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab dir doch erzählt. Von Zack. Weißt du, am Wallmarkt, meine erste Liebe. Ja. Er ist hier in Gongaga aufgewachsen, weißt du? Da war jemand, der ihm ähnelte. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen. Okay, du hättest sie vielleicht lieber in Ruhe gelassen. Das glaube ich nicht. Sie haben sich sicher gefreut. Das hoffe ich auch. Diesen Zack. Liebst du ihn noch? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaube ja. Gäb keinen Grund, es nicht zu tun. Wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Hm? Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Cloud! Sorry. Leg mich kurz hin. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen.
Erstmal schlafen. Mein Lebensmotto auf den Punkt gebracht, danke Cloud. Ey, aber der war gerade erstaunlich direkt in diesem Gespräch. Also sowohl die Frage, ob Aerith noch was für ihn empfindet, als auch danach der Hinweis, ach, der war Soldat, der ist bestimmt eh tot. Das war für seine Verhältnisse sehr, sehr indiskret, muss ich sagen. Kann es sein, dass ich jetzt mit Aerith eine bessere Bindung habe als mit Tifa? Ich wollte das eigentlich andersrum anleiern. Ich wusste, dass das so kommt. Ruh dich gut aus. Ruh dich gut aus. Ja, das machen wir dann zu gegebener Zeit. Ich wette, nachts passiert hier wieder irgendwas und wir werden aus dem Schlaf gerissen. Hey, warte mal, ich wollte mir jetzt merken, wie das Symbol über ihrem Kopf aussieht. Das ist jetzt so dunkelbläulich. Und Tifa stand, glaube ich, hier irgendwo, oder? Tifa, wo warst du nochmal? Erkennt man das auf der Karte? Hier. Ist auch so dunkelbläulich. Ich glaube, die sind ungefähr gleich auf. Seine Gerichte nach Lust und Laune mit Okay, aber das erkennen wir schon. Oh Mann, ey, ich hätte mit Absicht irgendwas Blödes antworten sollen. Aber ich will natürlich immer irgendwie die richtigen Gesprächsoptionen. Bei Aerith war das, glaube ich, das Richtige, oder? Wenn du da das Falsche ausgewählt hättest, dann hätte sich die Beziehung doch nicht vertieft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, ob es hier für irgendwas Punktabzüge gab. Aber ich versuche nach bestem Wissen und Gehwissen hier zu antworten. Am Ende kann ich es eh nicht ändern. Ich habe nämlich keinen Bock, das mit Guide zu machen. Yuffie hat auf jeden Fall nicht das gleiche Standing. Das steht fest. Die macht auf jeden Fall das Beste aus ihrer Situation. Viel Spaß beim Schlafen, Cloud. Wenn Yuffie nebenan so laut halt singt. Mal gucken, ob dir das gelingt. Wenn ja, Respekt. Vielleicht hat er auch immer Oropax dabei. Kein Plan. So, bis zum Aufbruch schlafen. Bis zum Aufbruch, wohin? Wohin brechen wir denn danach auf? Finden wir es heraus? Einmal hinlegen, chillen und dann gucken wir. Hauptsache, es eskaliert jetzt nichts, wo irgendwie Leute zu Schaden kommen. Dieses Geräusch, das kam vom Reaktor. Ich gehe auf den Hügel. Warum war das irgendwie zu erwarten? Vielleicht finden wir unterwegs ja irgendwie den Chocobo. Das ist eigentlich der einzige Grund. Sobald ich den habe, werde ich hier ganz normal die ganze Welt wieder erkunden. Da habe ich auch schon Bock drauf. Der Schrei des Planeten. Aber da war doch kein Reaktor an dieser Stelle, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich kann auch gerade das Gebäude gar nicht zuordnen, aber bald werden wir Antworten finden. Wir haben 3 Stunden geschlafen. Ich dachte, wir würden irgendwann spät abends aufwachen, aber dann war es ja noch vormittags oder so, als wir uns hingelegt haben. Na gut, auf jeden Fall sind wir gut erholt. Darum geht's. Oh Gott, wird man jetzt mit Yuffie weiterspielen? Nee, hier ist auch der Rest. Cloud, hörst du das? Ja, eine Arma. Moment mal, ist das der Grund, warum ihr hier seid? Ja, könnte man so sagen. Passiert das öfters? Seit ein paar Tagen, ja. Die Jugendwehr wollte der Sache nachgehen. Aber wir wurden aufgehalten von seltsamen Wesen. Schwarze, herumschwirrende, geisterhafte Wesen. In ihrer Nähe wird einem ganz anders. Geisterhafte Wesen, hört ihr? Du konntest sie sehen? Ja, schon. Wieso? Was sind das für Wesen? Das waren Moiren. Das klingt ja vielversprechend. Genau! Gehen wir hin! Du bleibst mir schön hier. Was? Wieso? Ich will aber mit! Ich lass dich doch nicht frei im Reaktor rumlaufen. Kannst du auf die mal aufpassen? Ein echter Traumjob. Dauert nicht lange. Wir checken nur schnell die Lage. Sollte ausreichen, wenn wir Jungs uns das angucken. Nicht? Okay. Ach.
Gehen wir. Ihr beide habt ein Auge aufs Dorf. Entführung! Kidnapping! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, Barrett meint's ja sicherlich irgendwie immer gut, aber wenn man so zurückdenkt, gerade im Zusammenhang auch mit Tifa, was er mit Avalanche und auch mit Tifa halt zusammen schon erlebt hat, finde ich so dieses, das machen jetzt nur die Jungs und die Mädels sind außen vor. Ich weiß nicht. Also, ich weiß, dass er es gut meint, aber es hat trotzdem ein Geschmäckle, dass er über sie hinweg entscheidet. Ich meine, er hätte ja immer noch versuchen können, sie auf der Tonspur zu überzeugen und das in einer offenen Diskussion zu klären. Aber hier drängelt jetzt vermutlich auch ein bisschen die Zeit. Ich muss aber sagen, wenn ich mir eine Begleitung hätte wünschen können, dann hätte ich auch Barrett genommen. Insofern bin ich mit der Gruppenkonstellation mehr als zufrieden. So, die Route zum Marco-Reaktor von hier aus. Und hier ist dann... Ach, da ist dann die Arma. Okay, warte mal. Ich hoffe, dass wir von der Route aus so ein bisschen nach links und rechts abweichen können. Und uns vielleicht noch ein bisschen umschauen können. Denn ich habe nach wie vor das Bedürfnis, mein Chocobo zu finden. Und ich möchte bitte keine Hinweise, wo das Chocobo ist. Ich möchte mich darüber freuen, wenn ich es selber entdecke und den Moment zelebrieren. Ansonsten nimmt mir das alles an Aha-Moment vorweg. Und das wäre ja auch blöd. Na, Mädels? Der Reaktor befindet sich südlich von hier. Die Wachen wissen Bescheid. Wir sorgen hier für die Sicherheit des Dorfes. Bitte kümmert euch um den Reaktor. Der Reaktor befindet sich südlich von hier. Die Wachen wissen Bescheid. Achso, mit den anderen? Mit meinen Mädels in Anführungsstrichen kann ich gar nicht nochmal sprechen. Alles klar. Ey, das wäre krass, wenn das jetzt hier im Rahmen dieser Mission auf den ersten Arma-Kampf hinausläuft. Das könnte interessant werden. Ah! Dieser Durchgang hier war das. Ich erinnere mich dunkel, dass das hier mal versperrt war. Das erinnert mich so ein bisschen an den versperrten Bereich damals auch beim Krähennest, wo man auch ewig lange nicht hinkam. So, ich würde jetzt einfach mal... Warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte hier nicht hin. Bitte einmal hier Gongaga-Region bitte ranzoomen. Habe ich hier im nördlichen Bereich eigentlich noch irgendwo Türmchen ausgelassen? Mich wundert, dass das hier noch so weitläufig ist und dass hier gar kein Turm ist. Weil die Türme, die Funktürme, die siehst du doch immer vorher schon, oder? Oder das täuscht und du kannst dir weite Teile einfach gar nicht betreten, auch wenn es so aussieht. Ich würde mir jetzt erstmal als Ankerpunkt den hier setzen. In der Hoffnung, dass wir da auch hinkommen. Wenn ja, wäre es schön. Wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter von. Was ist das denn hier für ein komisches Tor? Wahrscheinlich auch wieder irgendwie Sidequest-Material, aber gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich habe auch gerade die Überlegung, nicht dass... Ah, hier ist ein Chocobo-Pilz. Moment. Dient das nur zur Abkürzung? Ach nee, damit kommst du da bestimmt nach oben. Ah, lädt noch Zukunftsmusik. Jetzt doch noch Mäuren. Als hätte eine Arma nicht gereicht. Mäuren? Was soll denn das bitte sein? Auch Wächter, aber welche des Schicksals. Sie erscheinen, wenn sich das Schicksal zu ändern droht und bringen es zurück auf den rechten Weg. Haben wir es nicht schon einmal geändert? Das haben wir in der Tat. Doch vielleicht wachen sie jetzt über ein neues. Oh weia, wo bin ich da nur hineingeraten? Tja, Kate Sith, jetzt gibt's keinen Weg mehr raus. Mitgehangen, mitgefangen, wie man so schön sagt. Ist das ein neuer Gegner? Und wenn ja, wie heißt der? Hi. Den kennen wir. Also den Namen habe ich zumindest irgendwo schon mal gelesen. Bist du der Einzige? Nee, wir sind zu zweit. Barrett ist, Kate Sith ist ja auch noch mit dabei. Wir sind gar nicht nur zu zweit. Schon wieder voll vergessen. So, warte mal, aber Kate Sith hatte doch noch irgendwas Waffenmäßiges zu lernen. Ich brauch ein bisschen ATB, bitte. Was war das nochmal? Oh nein! Oh, ich bin gegen das Mikro gekommen, sorry. Versetzt den Mogri in einen Zustand, der beim Absteigen eine Explosion auslöst. Wie ging das nochmal? Ich muss erstmal jemanden rufen. Dann zuhauen. Und jetzt müsste das aber gehen, oder? Ja, Mogri-Plosion. Überraschung!
schon. Okay, es ist auf jeden Fall weniger aufwendig als bei... Zieh dich zurück. Als bei Red seinerzeit. Wobei, ich habe in den Kommentaren auch gelesen, danke für den Hinweis, dass ich mir das bei Red auf jeden Fall unnötig schwer gemacht habe, weil ich hätte gar nicht warten müssen, bis diese Rächerhaltungsleiste, bis die voll ist, sondern du kannst quasi auch auf halbem Wege das schon aktivieren. Ich dachte immer, Voraussetzung ist, dass der Balken einmal voll ist. Dadurch habe ich immer länger drauf gewartet, als ich eigentlich gemusst hätte, aber der Drops ist jetzt eh gelutscht und das Thema abgeschlossen. Von daher alles entspannt. So, ey, was für ein unfassbar cooles, aber auch undurchsichtiges Gebiet. Also Gongaga-Region ist für mich auf jeden Fall Peak. Auf jeden Fall mein liebstes Areal bisher. Ohne Wenn und Aber, auch wenn ich weite Flächen hier noch nicht mal aufgedeckt habe. Oh, ich habe Goldstaub gefunden. Das ist, glaube ich, schon sehr wertig, oder? Haben wir das überhaupt schon jemals aufgesammelt? Warte, ich habe doch hier noch mehr zum Einsammeln gesehen. Da nämlich. Das ist bestimmt so einer der wenigen Spots, wo du das überhaupt einsammeln kannst. Hier ist ein Seil. Kann er auch hochklettern? Ja. Ey, fast übersehen. Krass, ich würde eigentlich zum Turm. Jetzt lenkt mich hier schon wieder alles ab. Weil es hier schon wieder so viel zu erkunden gibt. Aber ich glaube, da hinten kommen wir eh gleich nicht mehr weiter, weil da wieder so ein Schokobo-Pilz war. Hier gibt es auch nochmal Goldstaub. Vielleicht ist das auch gar nicht so wertvoll. Vielleicht fängt jetzt hier das Gebiet an, wo du das irgendwie regelmäßig findest oder so. Okay, hier kann ich nichts machen. Komme ich da irgendwie nochmal runter? Nee, aber wenigstens müssen wir nicht klettern. Ah, genau so wünsche ich mir das auch an Kletterwänden. Genau so. Einmal ein Hechtsprung mit einer sauberen, galanten Rolle am Ende. Und fertig ist das Ding. Aber ich habe auch in den Kommentaren den Hinweis bekommen, dass ich versuchen soll, wenn das mit dem Klettern nicht so klappt, wie ich will, einfach mal ein bisschen die Kamera zu drehen und zu gucken, ob man darüber das vielleicht irgendwie vereinfachen kann, weil, ey, ich schwöre auf alles, ne? Es ist manchmal einfach tot. Du drückst nach unten. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass einige da nie Probleme hatten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann auch nur nach unten drücken. Du kannst beim nach unten oder nach oben drücken, kannst du ja nicht allzu viel falsch machen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber wir werden schon noch genügend Möglichkeiten haben, um das zu probieren. Oh, ich liebe es, wenn zwei Schwertstürmer in solchen Gegnergruppen hintereinander klappen. So, wir müssen aber, auch wenn das nicht mein liebster Charakter ist, zumindest zum Kämpfen, aber wir müssen hier ein bisschen vorankommen. Ach so, warte. Ah nee, ich dachte, Kate Sid hat jetzt noch einen weiteren Balken, aber sobald der einmal den Kupo-Befehl ausspricht, füllen sich seine Balken relativ schnell wieder auf. Was eigentlich ganz cool ist. Oh. Ich wollte gucken, ob ich zwei Mogriplosionen hintereinander machen kann. Ob das gegangen wäre oder ob du jedes Mal wieder Kupo auswählen musst. Aber ich meine, am Ende des Kampfes war er gerade noch auf dem Mogri drauf. Na gut, ein Thema fürs nächste Mal. Ich habe auch das Gefühl, dass wir damage-seitig gerade ganz gut unterwegs sind und mit der Truppe auf jeden Fall gut durchkommen sollten. Und wie gesagt, ich begrüße das auch. Das ist auch nicht in allen JRPGs so, aber hier finde ich das tatsächlich gut, dass man manchmal aufgebrummt bekommt, mit wem man hier spielt, weil, weiß ich nicht, das nimmt mir die Entscheidung ab. Und solange Barret dabei ist, ist mir eh alles egal. Nimm mir lieber Cloud weg als Barret. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich nur noch mit dem spielen. Aber ich spiele sowieso am liebsten Fernkämpfer. Von daher ist das wenig überraschend. So, okay. Ich hoffe immer noch auf ein Schokobo-Symbol, was hier irgendwie aufploppt. Aber noch ist es dafür scheinbar zu früh. Okay, ich brauche einen neuen Zielpunkt. Also. Nächster Zielpunkt. Ich würde mich jetzt hier gerne so ein bisschen in diese Richtung orientieren.
Aktivierung 3, Aktivierung 5. Irgendwie komisch durchnummeriert das Ganze. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wenn ich jetzt versuche, dieser Richtung zu folgen. Was irgendwie nach sinnbefreitem Vorhaben aussieht, denn ich habe keine Ahnung, wie ich hier auf die andere Seite kommen soll. Das könnte zum Problem werden. Wobei, wenn ich ein Stück weit zurückgehe... Wir können es auch ganz anders machen. Ich mache einfach schnell... Warum ist die nicht verfügbar? Oh Mann, warum ist die Schnellreise jetzt nicht verfügbar? No. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, dann probieren wir jetzt zwei Sachen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu nah an mein Ziel rangerate. Aber dann versuchen wir jetzt erstmal... Eigentlich sollte niemand außer uns die Moiren sehen können. Doch Sisney hat gesagt, dass sie es kann. Ja. Könnte eine Falle sein. Und jetzt? Wir werden sehen. Ich habe das Küken verloren. Hä? Wo ist der denn hin? Wann das Gespräch... Ach, da hinten. Das Gespräch hat mich gerade voll abgelenkt. Gar nicht gesehen, dass er hier diese scharfe Kurve genommen hat. Aber Ende gut, alles gut. So, ich glaube, die Haltestelle, die wird sich auch noch sehr bemerkbar machen. Hä? Habe ich gerade zu früh losgelassen? Oder was war hier das Problem? Auf der Minimap ist auch noch so ein Schloss dran. Nee, der stellt das auf. Ich habe zu früh losgelassen, nicht Depp. Jetzt kann ich schon keine Haltestellen-Schilder mehr aufstellen. Soweit ist es schon gekommen. Goldfeder gehört uns. Streicheleinheit muss sein. Oh, ich glaube, das ist die süßeste Animation bisher. Das finde ich auch irgendwie viel persönlicher und niedlicher als dieses Kopfgetätsche, was es, glaube ich, irgendwie am Anfang gab. Die anderen Streicheleinheiten habe ich schon wieder vergessen. So, warte mal. Mein eigentliches Ziel ist immer noch... Ah, guck mal, hier. Von hier aus kann ich vielleicht... Kann ich mich vielleicht wieder ein bisschen freier bewegen? Könnte das sein? Jetzt bin ich ja im Berg drin. Da hinten ist das Wasser. Das könnte der Weg in die Freiheit sein. Vielleicht musst du aber auch erstmal ein Schokobo haben, um da weiterzukommen. Aber ich habe noch so viele Optionen. Noch ist es zu früh, die Flinte ins Korn zu werfen. So. Boah, ist das hier undurchsichtig, ey. Ich sag euch, dieses Gebiet zu designen, das wird wahrscheinlich alleine geführt locker ein Jahr beansprucht haben oder so. Keine Ahnung, wie die arbeiten. Also wahrscheinlich auch ein eingespieltes Team. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang die Entwicklungszeit für Rebirth eigentlich war, aber das wird sicherlich einiges an Zeit gefressen haben. Oh Mann, ich komme hier leider nicht in die Richtung, wo ich hin wollte. Warum ist die Schnellreise denn jetzt hier deaktiviert? Menno. Dass man jetzt nicht unbedingt in andere Gebiete zurückkehren kann, also nach Junon oder so, das ist ja okay. Aber hier so innerhalb von Gongaga? Lass mich doch reisen, wenn mir der Sinn danach steht. So, die Gegner nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich hier bisher noch keine heftigen Nervgegner hatte. Deswegen gern gesehen. Und mit Kate Sith möchte ich hier sowieso raus mit einer vervollständigten Waffe. Deswegen einmal Kupo. Diesmal ist der ATB-Balken nach dem Kupo-Befehl nicht so schnell nach vorne gegangen. Ich kenne noch nicht so ganz, nach welchem Prinzip das funktioniert. So, aber vielleicht kann ich jetzt nochmal so eine Mogri-Plosion. Ja, die kann man dann mehrere Male hintereinander machen. Okay, das ist gut. Das sollte auf jeden Fall helfen. Okay, jetzt braucht auf jeden Fall Heilung. Warte, machen wir gleich. Ich muss nur erstmal wieder dem Sammeltrieb ein bisschen folgen. So, Kate Sith. Yummy, yummy, leckerli. Warte, weiche Taste. Mann, nein, wo bin ich denn hier drin? Hä? Was zur Hölle tust du, Goya? Das ist nicht im Sinne des Erfinders hier. Vita. Ne, wir machen mal einmal Vitra. Ja. Weil Cloud hat ja immer noch eingestellt. Oh, hier kommen wir zur Lebensquelle. Perfekt. Hauptsache, das geht schon wieder voll weg von meinem eigentlichen Weg. Aber egal. Wir folgen jetzt einfach jedem Hinweis, der uns im wahrsten Sinne zugeflattert kommt. Boah, ey, jetzt hat Cloud mit zwei Schwertstürmen so viel Schaden ausgeteilt, dass ich nicht mal dazu kam, mit Kate Sith einmal seine Waffenfertigkeit einzusetzen. Menno.
oh, Materia Glücksboost hat irgendwas erreicht. Ich versuche dran zu denken, offscreen mal zu gucken, ob irgendwas ausmaximiert ist. Aber ich glaube, der Glücksboost, der war viel zu langwierig, als dass das jetzt schon fertig ist. Aber beim nächsten Mal sind wir schlauer, vorausgesetzt, ich vergesse das nicht. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Quelle an den Kaskaden. Oh, ich glaube, das wird ein sehr schönes Setting hier sein. Die sind ja meistens an wunderschönen Orten, aber hier... Wo ist denn der Vogel? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich, irgendwie gerade dran vorbeigelaufen. Oder ist das hier unten irgendwo? Ich muss gleich nochmal die Karte konsultieren. Das ist ja alles eingezeichnet. Wow, ist das schön hier, ey. Ich bin zwar gerade eiskalt, glaube ich, am Ziel vorbeigelaufen. Ey, wie schön ist Gongaga, bitte. Das kannst du keinem erzählen, wie hübsch dieses ganze Gebiet hier ist, ey. Ich bin totally in love. Ich sag euch, wenn ich irgendwann in Folge 150 bin, dann finde ich hier in Gongaga immer noch irgendwelche Ecken, die ich vorher nicht gesehen habe. Aber ich glaube, das wird hier andererseits auch sehr schwer, alles aufzudecken. Also wirklich alles, inklusive allen Ebenen und allem drum und dran. Vielleicht ist hier auch die Lebensquelle? Nee, die wird irgendwo weiter oben sein. Ich habe den Vogel nach nordwärts abbiegen sehen oder herauffliegen sehen. Vielleicht braucht man dafür auch irgendwie ein Schokobo. Oder einen Pilz. Hier in der Nähe waren nämlich einige davon. Okay, warte mal. Ich versuche dem jetzt mal ganz akribisch zu folgen. Weil hier... Ach so, da bestimmt. Oder hier bin ich nicht hergekommen, oder? Aber hier fliegt der Vogel auch gerade nicht mit mir mit. Hä? Okay, meine Vermutung ist, dass ich vielleicht auf einer gänzlich falschen Ebene bin. Und da hinten sehe ich zum Beispiel einen Pilz. Vielleicht führt der mich ja zum Ziel. Ich bin einfach falsch abgebogen. Aber bis hierhin bin ich dem ja vorhin gefolgt. Nee, und dann bin ich irgendwann, glaube ich, runtergesprungen. Nee, alles klar, ich nehme alles wieder zurück. So kompliziert ist es nicht, aber Hauptsache erstmal 10 Verschwörungstheorien aufstellen. Das kann ich gut, aber Ende gut, alles gut. So, Chatley, das kannst du uns gleich wieder mit deiner lieblichen... Oh, Stimme beglücken. Ich habe irgendein Material vervollständigt. Sehr schön. Bilde ich mir das ein oder passiert das außerordentlich oft zum Partende? Das hatten wir jetzt schon einige Male, dass ich so, keine Ahnung, in den letzten Minuten irgendeine Syntheseoption noch freigeschaltet habe. Es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ach, da ist er. Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Das Signal kommt aus der Schlucht, die zum Reaktor führt. In der Gegend liegen diverse Trümmerteile herum, die noch aus der Zeit des Reaktorbaus stammen. Gib also Acht, wo du hintrittst. Okay, okay. Auf dem Weg zum Reaktor klingt auf jeden Fall gut. Dann sollten wir ja... Ach, guck mal, das lag sogar auf unserer Wegstrecke. Das ist doch genau der Bereich, wo wir heute erst langgelaufen sind. Ey, warum bringt der mich manchmal, wenn ich die Karte aufrufe, in ein gänzlich anderes Menü? So, hier wollte ich nochmal gucken. Oh, ich mag diese Ausgrabung voll. Einfach, weil ich so gerne Fortschritte bei der Synthese erziele. Ich glaube, damit starten wir dann beim nächsten Mal direkt. Oha, Talisman der Hexe. Warum geht das jetzt plötzlich? Weil wir Gonga, Kiefer, Liebe des Planeten eigentlich alles in Hülle und Fülle haben. Ein Talisman der Klasse 7, der angeblich von einer Hexe im Wald mit Hilfe magischer Fähigkeiten geschaffen wurde. Warum ist der so wertig, was die EP angeht, aber so schlecht? Oha. Oha, oha, wir können neues Zeug herstellen. Mayday, Mayday, ich verliere den Überblick. Warum sind da keine Pünktchen dran oben bei den Reitern? Da, wo man jetzt was Neues herstellen kann. Wisst ihr, was ich meine? Oha, Super Ether. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was? Kosmotit und Gunst des Planeten. Das ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik. Aber auf die Wunschliste kommt das schon mal. So, Beruhigungsmittel ist neu. Dafür. Oh, nur 2 Gunst des Planeten. Da sind wir gar nicht so weit von entfernt. Okay, klingt schon mal gut.
So, habe ich jetzt hier alles angemarkert? Ich muss hier gegen meinen Tunnelblick ankämpfen. So, hier die beiden offenen Sachen sind auf der Liste. Knochenarmreif plus auch. Das sollte ich vielleicht mal aktiv angehen, das abzufrühstücken. Das hängt hier, glaube ich, schon ewig lange drin. Ich muss einfach nur einen Knochenarmreif irgendwann mal kaufen. Herstellen kann man die nicht, ne? So normalen Knochenarmreif, nur die Upgrade-Version. Okay, ja. Ich muss halt erstmal wissen, wo man das Zeug kaufen kann. Das war aber erstes oder zweites Gebiet. Ich glaube, das war was aus den allerersten Anfangsstunden irgendwie, gefühlt zumindest. Gut, dann haben wir das. Dann brauche ich jetzt einen neuen Marker. Weil ich den eigentlich schon gerne weiterverfolgen wollte. Ich habe nur keine Ahnung. Oh, dass die Schnellreise nicht geht, das belastet mich am meisten. Ich würde nämlich so gerne nach Gongaga zurück. Und von hier einfach wieder anfangen. Menno. Okay. Ich glaube, der Start in der nächsten Folge, der wird ein bisschen chaotisch. Aber ich nehme die auch direkt im Anschluss auf. Deswegen sollte das eigentlich nicht das Thema werden. Ey, die Kämpfe, die nehme ich jetzt schon ganz gerne mit, weil die relativ easy sind. Und es kommen sicherlich noch Gebiete, wo ich froh bin, wenn ich denen aus dem Weg gehen kann. Aber das ist definitiv nicht bei denen hier der Fall. Was das ganze Gebiet für mich auch nochmal zusätzlich aufwertet, ne? Ja, macht dieses Areal alles richtig, was ich mir von einem schönen Areal wünsche. Aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Pass mal auf, bis die ersten Jagden und der ganze Kladderadatsch kommt. Und wer weiß, was die Protosubstanz hier von einem will und so. Also da kommen sicherlich noch einige kritische Dinge mit hinzu. Mogriplosion. Drei in einem Kampf. Vielleicht sogar noch eine vierte. Was zur Hölle machst du? Ich greife schon wieder die ganze Zeit an. Oh, ich könnte mein Limit einsetzen. Die Mogbox oder Mogbox. Der Mogri wirft eine große Trickkiste mit Überraschungseffekt auf einen Gegner. Nö, das hier ist erstmal wichtiger. Ey, wobei, hat er das nicht schon gelernt? Moment, ich habe da gerade kein Pünktchen gesehen. Vielleicht war ich aber auch blind. Nee, der hat das schon gelernt. Okay, ich könnte theoretisch auch Red wieder mit reinholen. Ich kämpfe mit Red eigentlich ein bisschen lieber noch als mit Kate Sith, aber ich lass mal Katie erstmal drin. Katie Perry bleibt im Team. Mal gucken, wie lange. Ja, ich bin immer noch ein bisschen lost, was den eigentlichen Weg anbelangt. Finde ich heute hier irgend noch eine Ausrichtung, die mich irgendwie näher ins Ziel bringt? Ich glaube, ich müsste einfach wieder möglichst in die Stadt zurück. Das mache ich aber auch nicht offscreen, weil mir hier unterwegs die Gefahr zu groß ist, auf irgendwas zu stoßen, was hier neu ist. Ich check nicht mal, wo es nach Gongaga zurückgeht. Wisst ihr was? Ich markiere einfach diesen Punkt und werde an dieser Stelle den Part beenden. Denn wir sind schon wieder bei der vollen Stunde. Hier ist alles entspannt. Der Gegner da hinten schilt sein Leben. Ja auch. Beim nächsten Mal, wenn ihr denn mögt, sehen wir uns hier wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch einen wundervollen Resttag und bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.